Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir werden dem Knau-Bremse-Antrag zustimmen. Wir werden den Vattenfall-Antrag ablehnen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Rede besteht aus zwei Teilen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von Kündigungen oder sonstigen Vertragsänderungen bedroht sind, gilt die uneingeschränkte der Solidarität der CDU-Fraktion, bei diesen beiden Firmen wie bei allen anderen Firmen auch. Wir haben aktuell 171.433 Arbeitslose in Berlin, und es werden in Kürze weitere von den heute Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt als Suchende vertreten sein. Wer schafft die Arbeitsplätze, mit denen diese Menschen dann ein finanzielles Auskommen, soziale Kontakte und gesellschaftliche Teilhabe erlangen? Wir wissen, wer die Arbeitsplätze schafft, nämlich die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Gewerbetreibenden und Handwerker, diejenigen, die mit hohem persönlichen Risiko den Unternehmergeist und die Vision haben, mit ihren Geschäftsidee ein dauerhaftes Auskommen zu haben. Aber es sind auch viele Großunternehmen, die unternehmerisch in unserer Stadt tätig sind und vielfach großartig zum Miteinander beitragen. An diese gilt es zu appellieren, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und rechtzeitig auf technologischen Wandel und Veränderungen auf den Märkten zu reagieren, damit möglichst viele Arbeitsplätze erhalten und idealerweise auch viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Ende des ersten Teils meiner Rede. Und jetzt bitte ich all diejenigen, die von der Arbeitslosigkeit bedroht sind, abzuschalten, weil jetzt komme ich zum politischen Teil der Rede, weil diese Heuchelei, die mit diesen beiden Anträgen hier vorgebracht wurden von Rot-Rot-Grün, ist wirklich bodenlos. Da stellen Sie sich hier hin und sagen, wir möchten gerne, dass bei Knorr-Bremse etwas getan wird. Da kann es ja so nicht sein, wie das Management mit den Mitarbeitern umgeht. Auf die Frage am Montag, was denn die Wirtschaftsverwaltung mit Knorr-Bremse besprochen hat, hat die Wirtschaftsverwaltung zugegeben, sie hat mit dem Management überhaupt noch nicht gesprochen. Na, was soll denn das sein? Sie stellen sich hier hin und sagen, große Solidaritätsbekundung, und dann hat die Wirtschaftsverwaltung mit dem Management noch nicht mal gesprochen. Das heißt, nicht quatschen, sondern machen ist dann angesagt. Das ist ein Skandal. Und genauso ist es ein Skandal. Es ist ein Skandal, dass Sie nicht in der Lage sind, diese Konzessionsverträge zu Abschluss zu bringen. Bei GASAG machen Sie es nicht, bei Vattenfall machen Sie es nicht, wollen Sie Stromnetz, machen Sie nicht. Sie wollen die Strom im Bereich der Stromproduktion selber in die Konkurrenz gehen mit dem eigenen Stadtwerk. Sie sagen, Vattenfall ist ja ein Schweinekonzern, ist ja unglaublich, die führen die Dividende nach Schweden ab, die behalten sich ja privatwirtschaftlich. Die machen ein Vattenfall-Bashing vorne und hinten und werfen dann dem Unternehmen vor, dass er sagt, in diesen unruhigen Zeiten in Berlin müssen wir darauf reagieren, müssen dafür Sorge tragen, dass die Substanz des Unternehmens nicht gefährdet ist. Die versuchen zu restrukturieren und kriegen wieder eine Klatsche von Ihnen, weil sie sagen, es ist ja unglaublich, dass sie darauf reagieren. Das ist wirklich Heuchelei. Auf der einen Seite denen hintertreten und anderen sozusagen ihnen erklären, wie unverantwortlich sie sind. Meine Solidarität. Unsere Solidarität gilt den Mitarbeitern in beiden Unternehmen, insbesondere aber auch bei Vattenfall. Aber meine Aufforderung an den Senat ist, endlich die Konzessionsverträge als Verfahren abzuschließen, damit wir Planungssicherheit haben, weil mit dem Theater, das können wir uns sparen für die nächsten 5 Jahre. Dankeschön.